Vielen Dank. Also die Eingangsfrage, ob jetzt die CDU mit den Linken koaliert, allein schon das nur angedeutet zu haben, sagt ja eigentlich, dass die CDU völlig beliebig geworden ist. Das ist der reinste Machterhalt von Wahlverlierern. Und darauf werden wir uns einstellen müssen. Das haben wir in Brandenburg gesehen, das haben wir in Sachsen gesehen. Das ist fast schon die nationale Volksfront, die wir da erleben. Bunte Koalition von Wahlverlierern. Und das ist aus meiner Sicht völlig undemokratisch, weil es nicht den Wählerwillen widerspiegelt. Das lässt sich auch auf Dauer nicht durchhalten. Das lässt sich auch auf Dauer nicht durchhalten. Dieser Satz, um das Zitat von Alice Weidel nochmal aufzugreifen, um meine Argumentation zu untermauern, das lässt sich auf Dauer nicht durchhalten. Allein von den Umfragen vom letzten Monat aus Syrien, bei denen die AfD schon bei 33% steht, da es einfach nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Brandmauer fällt. Aber schauen wir uns die Rede mal an. Ist das völlig offen, was da passiert? Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das alles im Ergebnis aussieht. Das sind ja ganz lustige Koalitionen, die da letztendlich rauskommen. Aber eben, wie gesagt, das Schockierende daran ist, dass da der Wählerwillen wirklich völlig ignoriert wird. Die Menschen wählen genauso wie in Sachsen. Die wählen eine Zweidrittel konservative Mehrheit in einem Land. Also das haben wir in Sachsen gesehen. Und dann wird da so eine bunte Koalition zusammengefügt. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und in der ehemaligen DDR sind die Menschen sowieso, was das anbelangt, recht empfindlich. Und das ist auch der Grund, warum wir als AfD in den ostdeutschen Bundesländern so verhältnismäßig stark sind, im Gegenzug zu den westdeutschen Bundesländern. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir eben auch auf Dauer in Westdeutschland nachziehen werden. Der Grund dafür ist ein recht einfacher. Sie haben es eben auch schon, die Vorredner haben es auch schon gesagt. Die Einschläge und die Probleme, die kommen immer näher. Auch das kommt an diejenigen ran, die jetzt heute noch anders wählen. Aber insgesamt sehe ich überhaupt gar keine Perspektive mehr für die Position der anderen Parteien, so etwas durchlaufen zu lassen. Wir haben die großen Rechtsbrüche in der Bundesrepublik Deutschland, die Rechtsbrüche an unseren Grenzen, wo gegen das Asylgesetz verstoßen wird, gegen das Grundgesetz verstoßen wird, gegen Dublin-Abkommen. Dann haben wir die Euro-Rettungspolitik, die den Sparer und die nachfolgenden Generationen eklatant enteignet. Die werden um ihre Vermögensbildung gebracht. Wir sehen das heute. Wir müssen schon mit einer realen Enteignung umgehen. Ne? Reale Enteignung, was ist das? Das ist, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, der Nettolohn aber nicht gleichmäßig nachzieht. Das haben wir, wenn immer zu viel Liquidität im Markt ist, kommt es zu einer Vermögenspreisinflation, die dann eben auch zu einem realen Kaufkraftverlust kommt. Und das wird noch schlimmer kommen. Die EZB dreht allmählich in den negativen Bereich hinein. Das merken wir über Gebühren. Da wird auch wie wild herumspekuliert, wie man das denn jetzt eigentlich machen kann, Negativzinsen durchzusetzen. Das geht nur durch Bargeldobergrenzen und Bargeldverboten perspektivisch. Das ist etwas, womit wir umgehen müssen. Wir als AfD-Bundestagsfraktion, wir haben das ganz klar gesagt, ein Antrag von uns, Erhaltung des Bargeldes, das ist ein Antrag der Bundestagsfraktion und wir sitzen den anderen Parteien völlig im Nacken, dass die auch nicht weiter mit dieser Politik machen können. Und vielleicht zu den offenen Grenzen und zu dem historischen Rechtsbruch, der ist ja nicht seit 2015, der ist ja nicht nur einmal passiert, sondern der dauert ja seit Jahren an. Also wir haben einen ubiquitären, einen allumfassenden, immer andauernden Rechtsbruch. Und auch da haben wir den Wählern versprochen 2017, ich werde sehr oft darauf angesprochen, ja, wo bleibt denn der Untersuchungsausschuss? Der Untersuchungsausschuss Merkel, den haben wir natürlich beantragt als AfD-Bundestagsfraktion. Aber was ist die Besonderheit an einem Untersuchungsausschuss? Die Besonderheit eines Untersuchungsausschusses ist, dass sie 25% der Abgeordneten im Bundestag
für die Beantragung brauchen. So, und da muss man auch ganz klar sagen, die anderen Oppositionsfraktionen haben da völlig versagt, vor allen Dingen sehr enttäuschend die FDP. Lindner hat das selbst ja auch gefordert, urplötzlich ist er auf unser Thema, so in den letzten 8 Wochen des 2017er Wahlkampfs ist er da draufgesprungen. Letztendlich kam natürlich, wie gehabt von der FDP, nichts dabei raus. Aber ich bin da recht zuversichtlich, wenn wir im Bundesgebiet bei den nächsten Wahlen so abschneiden wie in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, dann müssen wir auch keine andere Oppositionsfraktion mehr fragen, um einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Und da kann ich Ihnen sagen, ich werde persönlich dafür sorgen, dass dieser Untersuchungsausschuss kommt und Merkel letztendlich vor einem Gericht landet. Das kann ich Ihnen sagen. Es ist wirklich unfassbar, was sich in diesem Land abspielt. Wir haben diese Rechtsbrüche nachweisbar, das kann man in den Gesetzen nachlesen, und es wird nichts gemacht. Wir haben sogar ganz im Gegenteil eine Vermachtung der Strukturen. In der Ökonomie redet man von Vermachtung der Strukturen, gerade dann, wenn sich jenseits der horizontalen und vertikalen Gewaltenteilung einer Demokratie Machtzentren bilden. Und wir haben seit der Euro-Rettungsarchitektur, ja nicht erst seit der Grenzöffnung, sondern schon bei weitem früher, das hat ja 5 Jahre früher schon angefangen, haben wir es mit Rechtsbrüchen der europäischen Verträge zu tun. Genau so ist es. Und es wurde uns damals noch von Helmut Kohl und Helmut Schmidt, um das mal einzuordnen, wie lange schon her ist, ja immer klar gemacht, dass nie Deutschland für ein anderes EU-Land bei den Schulden irgendwie helfen muss, dass wir da nie irgendwelche Probleme, einschädigte Wirtschaft haben. Aber allein Italien, Griechenland, die ganzen hochverschuldeten Staaten untermauern ganz klar, dass das eine Lüge war und dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist ja über Jahre lang ein extrem langer Prozess, wo immer mehr Schulden aufgebaut werden kann, Schulden aufgebaut wurden. Und das muss uns ja allen zu denken geben. Und dort haben wir beobachtet, dass immer mehr Kompetenzen zu den Exekutiven, also zu den Regierungen gewandert sind. Und da frage ich mich auch, wo bleibt denn eigentlich der deutsche Michel dabei? Wo bleiben denn eigentlich die Schreihälse, die sich hier so aufspielen, als die wahren Demokraten, sind aber in Wirklichkeit die Antidemokraten, weil sie nämlich so rumbrüllen und nicht diskutieren können? Ja, genau, Sie hören ja zu, das ist ja wunderbar. Und ich finde das auch schön, dass man in einen Dialog reintreten kann. Das Problem dabei ist, dass dadurch die horizontale Gewaltenteilung gestört wird. Wenn Kompetenzen aus der Legislative heraus in die Regierung, in die Exekutiven reinverlagert werden. Und das fängt ja auf höchster Ebene an, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Der Europäische Gerichtshof ist kein Gericht. Also auch an die Europafreunde, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir ein zutiefst undemokratisches Gebilde auf der EU-Ebene haben. Der Europäische Gerichtshof wird ja nicht von unabhängigen Richtern besetzt, sondern alle 6 Jahre mit Richtern besetzt, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt werden. Und das ist wirklich eine Farce. Das darf überhaupt nicht sein. Dann haben wir eine Kommission, die Exekutive, die gleichzeitig legislative Initiativrechte hat. Diese Initiativrechte haben normalerweise nur Parlamente. Und das Europäische Parlament hat überhaupt gar nicht diese Initiativrechte. Also allein schon da das Demokratiedefizit. Und warum fange ich jetzt, einige von Ihnen werden sich jetzt fragen, warum fängt die denn als Fraktionschefin da jetzt von Europa an? Ja, ganz einfach. Weil das supranationale Recht, das EU-Recht, das nationale Recht bricht. Und Roman Herzog hat schon im Jahr 2007 gesagt, dass 84%, das muss man sich vorstellen, 84% der in Deutschland verabschiedeten Gesetze aus Brüssel kommen. Und wenn man sich dann anschaut, wie das dort mit der horizontalen Gewaltenteilung bestellt ist, dann ist es mit der Demokratie nicht ganz weit her. Und darum sind wir keine Europafeinde, wie uns das immer unterstellt wird. Nein, wir sind für ein Europa der Vaterländer. Wir sind für ein Europa des Rechts. Aber was man
sagen muss, wir sind aufgrund dieser Verhältnisse zutiefst EU-kritisch. Das darf man so nicht lassen. Wir müssen die Kompetenzen zurückbauen. Und da im Übrigen, wo die EU überhaupt einen Sinn gehabt hätte, und zwar in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, da hat die EU komplett versagt. Schengen seit 30 Jahren. Schengen seit über 30 Jahren nur auf dem Papier. Schengen, Binnengrenzöffnung unter der Voraussetzung des Außengrenzschutzes. Und was wurde umgesetzt? Nichts. Wir haben offene Binnengrenzen und wir haben offene Außengrenzen. Bis heute. Und dann kommt es dann in den nächsten Jahren immer wieder zu einer Reevaluierung von Frontex. Und das ist etwas, was einfach nicht funktioniert. Und wir haben uns auch dort völlig konzeptlos in die Abhängigkeit von der Türkei gebracht. Wie kann man sich in eine Abhängigkeit zu einem Despoten wie Erdogan bringen, einem absoluten Antidemokraten, der die EU und vor allem Deutschland erpresst? Das darf man überhaupt nicht zulassen. Darum haben wir als Bundestagsfraktion schon sehr früh natürlich das einzig Richtige gefordert. Wir brauchen umfassende Grenzkontrollen. Wir brauchen eine umfassende Grenzsicherung. Und wir brauchen, zweiter Antrag, wir brauchen eine umfassende Identitätsfeststellung an unseren Grenzen. Nicht erst irgendwie beim Düsseldorfer Freibad, nicht erst bei sonstigen Einrichtungen. Und nicht auch erst, nachdem man 13-fachen Identitätsbetrug begangen hat, wie Anis Amri, 13-facher Identitätsbetrug, sondern vorher an unseren Grenzen. Und das wird nicht gemacht. Und diese Anträge haben wir im Bundestag gestellt. Auch weiterer Antrag, Altersfeststellung von sogenannten superteuren, unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen. Das muss doch sein. Das kann man doch nicht so durchlaufen lassen. Ah, Leute, hört doch auf mit diesem infantilen Zeug. Mit diesen ganzen Sirenen. Und da lachen sie. Ja, da können sie gleich auch rausgehen, wenn sie das hier rumschmeißen. Nee, der Punkt ist einfach, man kann über alles diskutieren. Ich bin dankbar, dass Sie als junge Leute da jetzt stehen. Aber hier so ein Theater abzuziehen, dafür fehlt mir überhaupt gar kein Verständnis. Sie haben doch gerade gejubelt. Ja, ja. Ich kenne Sie. Es ist immer das Gleiche. Wir haben immer von den Linken die Kindergarten hier drin. Also, es ist immer das... Entschuldigung. Sind ja schon ein bisschen älter. Entschuldigung. Sind ja schon ein bisschen älter. Aber nun. Wir haben auch Anträge eingebracht, die sich mit dem Rechtssystem beschäftigen. Und zwar die Unabhängigkeit von Richterämtern von der Politik. Natürlich muss das sein. Wissen Sie eigentlich, wie das in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert? Da können einfach Abgeordnete, dieses Jahr passiert, ins Bundesverfassungsgericht wechseln. Das darf nicht sein. Das wird zu Recht aus der EU kritisiert. Das gibt es in keinem anderen Land. Die Briten haben das kritisiert. Wie kann denn ein Abgeordneter, der vorher vielleicht einen Antrag geschrieben hat oder darüber entschieden hat, später als Richter darüber entscheiden, ob der Antrag oder das Gesetz, was daraus geworden ist, jetzt zulässig ist oder nicht? Wir haben hier einen ganz klaren Fall von Interessenkonflikt. Und darum haben wir als AfD-Fraktion direkt am Anfang diesen Antrag gestellt, diese Richterämter unabhängig zu machen. Und es kann nicht sein, dass Abgeordnete Verfassungsrichter werden. Das geht nicht, sehr geehrte Damen und Herren. Weiterer Antrag. Und zwar ist natürlich klar. So, jetzt ein bisschen beschleunigen, ein bisschen schneller raus. Einfach ein bisschen schneller rausgehen. Schneller raus.
Einfach ein bisschen schneller rausgehen. Bleiben Sie da nicht stehen, machen Sie keine Szene, sondern hauen Sie jetzt einfach ab. Ja, und jetzt lassen Sie sich auch noch fallen und schreien da rum. Oh, das sieht lustig aus. Oh, cool. Leute, Kameras drauf. Ja. Ui, ja. Hui. Haben wir ein bisschen Musik? Man reiche mir den elektronischen Gegenstand. Dankeschön. Ach, die sind das. Also in so ein Glas passen bis zu 3 Stück rein, aber wir haben noch mehr Gläser. Herrlich. Ah. Aua, ruft da jemand. Aua. Oh, oh. Oh. Hallo, Aua. Ach, herrje. Das ist schon alles ziemlich, eigentlich fast schon unterhaltend. War schon sehr, also, ja. Nächster Antrag, über den ich sprechen wollte, der unser Rechtssystem behandelt. Natürlich haben wir direkt beantragt, die Amtszeit des Kanzlers oder der Kanzlerin auf 2 Legislaturperioden zu begrenzen. Dann hätten wir nämlich die Merkel nicht mehr. Diesen Denkanstoß, den möchte ich auch gerne mal hier weitergeben, denn ich habe mir das genauso schon mal so gedacht, weil wenn wir allein mal in die USA schauen, man braucht nicht immer zu sehr zu den Amerikanern rüberschauen, aber da kann man sich zum Beispiel wirklich mal was abschauen, denn da sehen wir zum Beispiel, dass in den letzten Jahren wirklich hinher, wir haben es fast nie gesehen, dass mehrmals einer von den Republikanern oder den Demokraten Präsident war, und das zeigt ja auch, dass die Bürger einfach diesen Wechsel wollen. Ob der jetzt viel bewirkt, ob das jetzt groß was ändert, ist was anderes. Aber es geht einfach darum, dass die Bürger die Wahl haben. Und es kann nicht sein, dass jemand, der ständig an Stimmen verliert, immer noch weiter Präsident sein kann oder hier in Deutschland Bundeskanzlerin, wie es bei Angela Merkel war oder wie es in den nächsten Jahren und vielleicht sogar noch, auch noch bei Olaf Scholz sein wird. Deswegen muss man da auch einfach ganz klar, wie das Alice Weidel auch schon einen interessanten Denkanstoß gegeben hat, nahezu, man kann es auch als Appell bezeichnen, dass man das vielleicht dann auch begrenzt, um einfach dem Ganzen auch mal einen Riegel vorzuschieben. Das haben wir in der USA. Nur hier nicht. Dann haben wir beantragt, endlich Deutsch als Staatssprache ins Grundgesetz zu schreiben. Das ist doch mal was, oder? So, das haben wir alles gemacht, was sich so damit beschäftigt. Markus Wagner hat ja eben schon sehr schön über Inneres gesprochen. Also wir haben in der Bundestagsfraktion wirklich ähnliche Anträge, darum gehe ich darauf so auf Inneres jetzt nicht ein. Ich habe das ja eben auch schon so ein bisschen erläutert, obwohl vielleicht ein interessanter Antrag, und zwar endlich mal die Messerkriminalität hier aufzunehmen. Auch ein Antrag von unseren sehr, sehr guten Polizeibeamten im Bundestag, die diese Anträge schreiben, wurden natürlich abgelehnt. Ich habe jetzt aber schon gehört, auf der Innenministerkonferenz wird eine Kopie auch besprochen, erst unsere AfD-Anträge abzulehnen und dann nachher mit aufnehmen und damit Politik zu machen. Ich halte das für immanent wichtig, dass die Messerkriminalität in Deutschland endlich erfasst wird. Wir dürfen das nicht laufen lassen. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Ich weiß nicht, ob ihr heute Abend schon über Diesel gesprochen habt. Grenzwerte. Habt ihr noch nicht gemacht? Mensch, das ist doch hier. Man meint immer, wie lange das noch dauert, bis sie hier Fahrverbote kriegt. Wir haben das nämlich in Stuttgart. Also, ein Antrag der AfD-Fraktion. Natürlich sind wir gegen Fahrverbote in den Großstädten. So, das kann man nicht machen. Das ist eine absolut grün-linke Politik. Und wir haben unter anderem auch thematisiert, dass die Grenzwertfeststellung, also die Grenzwertfeststellung, auf deren Grundlage ja Fahrverbote erteilt werden, dass sie einem, na, wie soll ich sagen,
einem etwas unwissenschaftlichen Verfahren zugrunde liegen. Und darum haben wir beantragt, die Grenzwertmessung endlich auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen und die gesamten Grenzwerte in der EU neu zu definieren. Denn die Grenzwerte sind viel zu niedrig. Es kommt doch immer darauf an, wo man diese Messstation aufstellt. Auch das muss korrigiert werden. Und da haben wir den Antrag gestellt, das alles neu zu erfassen. Und wir waren auch die einzige Fraktion, das betrifft Sie alle im Übrigen, was da im Bundestag unter großem Hallo passiert ist. Also das ist etwas, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Und zwar gab es aus der EU eine Verordnung, die Grenzwerte für zukünftige Verbrennungsmotoren festgelegt hat. Ne? Der Grenzwert, der fängt dann so in zwei Jahren, genau, bei 3,5 Litern auf 100 Kilometern an. Jemand, der ein Auto hat, das 3,5 Liter auf 100 Kilometern verbraucht, möge bitte die Hand heben. Niemand. Also eine? Okay, also das lasse ich. Also eine Person, eine Frau, 3,5 Liter auf 100 Kilometern. Sonst eigentlich gar keiner. Wir alle können uns denken, was das bedeutet. Der Grenzwert wird auf die Flotten ab, glaube ich, 2025 aufwärts, 26 kann es auch sein, so um den Dreh, plus minus 2 Jahre, wird er auf 3 Liter auf 100 Kilometern runtergesetzt. Das ist quasi der Freifahrtschein für Kleinstmotoren beziehungsweise gegen die Verbrennungsmotoren. Das ist die Abschaffung des Verbrennungsmotors. Und was glauben Sie, was da im Bundestag passiert ist von den anderen Parteien? Nichts. Schweigen. Wir haben das auf die Tagesordnung gebracht. Wir wollten nämlich das Instrument nutzen der Subsidiaritätsklage. Das können Sie ziehen in einem Parlament, um gegen Brüsseler Vorgaben sich zu wehren. Das geht zwar auch nicht so effektiv, aber man hat ja danach noch rechtliche Mittel. Da waren wir die einzige Fraktion, die gegen diese Grenzwerte gesprochen haben. Und das muss man sich mal vorstellen. Alle anderen Parteien im Deutschen Bundestag haben die deutsche Automobilindustrie, den deutschen Verbraucher, den deutschen Steuerzahler, den deutschen Pendler verraten. Und das muss man sich ganz genau merken. Da muss man im nächsten Wahlkampf hingehen, den Abgeordneten ansprechen von jeder Partei. Wofür habt ihr da eigentlich gestimmt? Ihr habt für die Abschaffung, für die Unbezahlbarkeit meines Wagens gestimmt. Wie soll ich denn zur Arbeit kommen? Soll ich die öffentlich-rechtlichen, die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen? Soll ich das machen? Wer weiß denn, wenn ich da abends spät drin sitze als Frau, wenn ich den Heimweg antrete, was ist denn da los? Hat man denn auch überall Anschluss? Die Menschen brauchen, die Bürger, die Arbeitnehmer brauchen das Auto. Und dieser Wagen wurde de facto unbezahlbar gemacht. Und das von den anderen Parteien. Und da soll mir noch mal jemand sagen, was ist an dieser Politik eigentlich noch sozial, liebe Freunde? Die Frage beantworte ich gerne, oder die rhetorische Frage, gar nichts. Denn allein wie diese Statistik, diese nach dieser Anfrage von Focus Online, das vom Bundestag bestätigt wurde, allein im März 2023 erhielten Menschen Bürgergeld im Wert von 436 Millionen. Da sind viele Hilfsbedürftige dabei, aber das ist so ein rasanter Anstieg, dass man einfach wissen muss, jeder normale Mensch, der ein bisschen nachdenkt, von der Logik geleitet ist, weiß, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und dass diese Menschen, zum Beispiel die Rentner, die können sich teilweise müssen Pfandflaschen sammeln, aber das Geld wird jedem Bürgergeldempfänger hinterhergeschmissen. Und da möchte ich auch nicht sagen, es gibt viele Menschen, die es brauchen, aber ganz klar, bei so einem Anstieg kann man nicht davon ausgehen, dass es irgendwie durch eine erhöhte Arbeitsunfähigkeit herbeigeführt ist, sondern ganz klar durch etwas anderes. Und darauf muss man da mal ganz klar auf die illegale Migration schauen, von denen auch viele im Bürgergeld viele Bürgergeldempfänger sind. Deutschland baut die modernsten, die besten Autos weltweit. Wir haben die besten Autos. Die deutsche Automobilindustrie beschäftigt jeden 7. Arbeitnehmer.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder siebte Arbeitnehmer arbeitet im Automobilsektor. So, wenn wir uns die Exporte anschauen, wenn wir uns die Exporte der Bundesrepublik Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass der Hauptexportanteil Nummer eins die Autos sind. So, und dann geht dann eben eine Kanzlerin dahin mit ihrem komplett beknackten Klimakabinett, geht dann dahin und schafft das Auto ab. Und wickelt damit unsere Automobilindustrie ab. Und wickelt damit Arbeitsplätze ab. Sie wickelt damit Existenzen ab. Das ist das Ergebnis dieser Politik. Und was hören wir stattdessen? Der super Altmaier, der Wirtschaftsminister, der stellt sich dahin. Ein komplettes Versagen im Wirtschaftsministerium. Keine Impulse. Nichts für den Arbeitnehmer. Nichts für Unternehmen. Wo sind denn eigentlich die Entlastungen? Auch wir haben als AfD-Fraktion, wir haben Anträge zur Unternehmenssteuer und zur Einkommensteuerreform gestellt. Weg mit dem Soli, runter mit der Mehrwertsteuer. Alles Anträge von uns. Entlastung des Mittelstandes und der Arbeitgeber. Das ist doch eine soziale Politik. Wir haben in Europa... Wir haben in Europa bereits die höchsten Steuer- und Abgabenlast. Was wird gemacht? Nichts. Wir haben eine zutiefst arbeitgeber- und arbeitnehmerfeindliche Politik. Wir haben eine wirtschaftsfeindliche Politik. Und welcher Impuls kommt von dieser Regierung? Wir haben eine Führerin, eine Wirtschaftsführerin, eine Regierungsführerin, Angela Merkel, der nichts Besseres einfällt. Ich stelle mich hinter Greta Thunberg. Ich stelle mich hinter dieses 16-jährige Mädchen. Das Mädchen hat mich völlig vollkommen überzeugt. Und sie stellt sich dahinter. Das hat sie auf der Pressekonferenz fast als ersten Satz gesagt, nachdem das Klimakabinett aus den komplizierten Beratungen rausgekommen ist. Da waren dann auch die Speerspitzen der Bundesregierung. Scheuer, Olaf Scholz war dabei, Malu Dreyer. Die saß da auch noch mit dazwischen, dann war Herr Dobrindt noch von der Partie. Die haben uns dann erstmal erklärt, alles super, es wird alles teurer für Sie. CO2-Steuer. Die CO2-Steuer soll kommen. Und das entgegen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der ganz klar sagt, der Gesetzgeber darf keine neuen Steuern erfinden. Die CO2-Steuer ist grundgesetzwidrig. You're goddamn right. Liebe Freunde, und das ist auch der Grund, wenn die CO2-Steuer kommt, dann sind wir als Fraktion die Ersten, die vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Wir werden dagegen klagen und wir werden erfolgreich damit sein. Dann auch noch etwas unwahrscheinlich verbraucherfreundlich. Alles wird teurer. Nicht nur die Erfindung von neuen Steuern, sondern Benzin wird teurer, das Gas wird teurer, das Heizöl wird teurer, dann werden die Heizungen verboten. Ach ja, und das ist alles so schön. Also die haben ja vorher noch tatsächlich überlegt, ob sie nicht jetzt schon die Ölheizung verbieten. Dazu muss man wissen, dass knapp 4,5 Millionen Haushalte eine Ölheizung im Haus verbaut haben. Darüber haben die tatsächlich diskutiert. Ich weiß ja nicht, wer da noch nach der geistigen Umnachtung so etwas überhaupt auf die Tagesordnung draufgebracht zu haben, da interveniert hat, aber das war ursprünglich drauf, das wurde diskutiert. Und da muss man sich wirklich fragen, was diese Leute eigentlich umtreibt. Wir stellen uns hinter Greta Thunberg. Da frage ich mich manchmal, wenn Greta Thunberg wüsste, dass CO2 auch im Bier ist. Aber zum Glück weiß sie das ja nicht, weil sie geht ja nicht zur Schule. Das ist nämlich der Punkt. Nur so ein Zeug. Wir haben eine völlig realitätsferne Bundesregierung und darum befriedigt mich das unwahrscheinlich, dass diese große Koalition, eigentlich die kleine Koalition, seit Gründung dieser kleinen Koalition, von Wahlniederlage zu Wahlniederlage eilt. Und wer wird die neue Volkspartei? Das sind wir.
Das war ein kleiner Aufriss von unserer Bundestagsfraktionsarbeit. Und ich würde es jetzt ganz gerne dabei belassen. Wir stehen hier alle für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ein großes Dankeschön auch von mir, Anneliese Weidel, für diese Rede. Denn diese Rede schlägt auch wieder ein wie eine Bombe. Nicht nur im Internet, sondern auch, wenn man sich das mal in seinen Gedanken vorstellt. Denn Angela Merkel ist überhaupt der Grund, warum sich Deutschland heutzutage in einer Misere befindet. Da ist natürlich ganz klar die Ampel mit dran, beteiligt zu einem großen Prozentteil. Aber natürlich darf man nie vergessen, 16 Jahre lang Merkel. Deswegen möchte ich auch mal gerne von euch da die Meinung dazu wissen. Kommentiert die gerne und was ihr auch davon haltet, dass Merkel vielleicht dann doch, wie es Alice Weidel vorhin gesagt hat, vor Gericht landet. Kommentiert da eure Meinung, würde mich sehr interessieren. Und abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.